Herzlich willkommen bei Niklas 1112. Heute sehen wir uns das Patriot Viper 3 8 GB DDR3 2133 Arbeitsspeicher-Kit an. Die Modellnummer wäre PV38G213C1K. Also gut, hier ist die Verpackung. Nochmals, es handelt sich hier um ein Patriot Arbeitsspeicher-Kit, das Viper 3 Kit. 8 GB Kapazität, 2 4 GB Module, DDR3 natürlich und PC3 17000. Also 2133 MHz. Es wird auf der Verpackung für die folgenden Sachen geworben. DDR3, fortgeschrittene Kühlung, welche man hier sehen kann, und diese Speichermodule sind hundertprozentig handgetestet, was eigentlich sehr gut ist. Also sollte man sozusagen wissen, dass der gekaufte Speicher wirklich funktioniert und dass diese auch auf der gelisteten Frequenz betrieben werden kann. Dieses Kit ist auch XMP-bereit und wurde speziell für die Intel 6 und 7er Plattform entwickelt. Das heißt aber nicht, dass dieses Kit auch nicht mit AMD-Plattformen kompatibel ist. Hier zur Rechten kann man einen Riegel durch das Plastik sehen und den anderen auf der anderen Seite. Zur Rechten ist dann Beschreibung in verschiedenen Sprachen. Aber öffnen wir mal die Verpackung. Na bitte, der Arbeitsspeicher wird sehr gut geschützt, obwohl ich nächstes Mal lieber eine umweltfreundlichere Verpackung sehen wollen würde. Aber Verpackung beiseite, kommen wir zum Speicher selbst. Also hier ist der RAM. Nur damit ihr es wisst, Patriot bietet auch noch dasselbe Design dieses Speichers in verschiedenen Farben an. Man kann diese Module in Rot, Grün, Blau und Schwarz kaufen. Das Schwarze habe ich hier. Die roten Module heißen Venom Red, die grünen Jungle Green, die blauen Intel Extreme Masters, welche aber eine limitierte Auflage sind, und zu guter Letzt, die schwarzen Module heißen Black Mamba, was eine Schlange ist. Das ist ziemlich cool. Hier oben befindet sich ein kleines Patriot-Logo und darunter ein schickes, großes Viper-Logo. Auf der anderen Seite befindet sich der komplette Modellname, dazu noch die technischen Daten. Ich finde das sehr gut, dass Patriot die Timings auf den Modulen aufgedruckt hat, denn manchmal, wenn man zu einer Plattform kommt, die kein XMP unterstützt oder man will nicht XMP verwenden, dann weiß man nicht, welche Timings man im BIOS einstellen soll. Glaubt mir, manche Hersteller drucken die Timings nicht auf die Module und somit muss man dann im Internet recherchieren. Dieses Patriot-Speicherkit wird mit 1,5 Volt betrieben, was super niedrig für 2133 MHz ist. Umso niedriger, desto besser natürlich. Weniger Strom wird verwendet und weniger Hitze wird produziert. Der obere Teil des Kühlkörpers hat hier ein paar Ausschnitte für die Belüftung. Jedoch ist hier nicht die beste Kühlung präsent. Aber hey, diese Module werden ja nur bei 1,5 Volt betrieben. Eine mattschwarze PCB wird verwendet und das ist einfach fantastisch hinsichtlich der Ästhetik. Ich bin mir sicher, dieser RAM wird hervorragend im System aussehen. Von oben sieht auch alles sehr schön und elegant aus. Und genau das ist das richtige Wort für dieses RAM-Kit. Elegant. Aber installieren wir dieses Kit in mein System. Und so sieht es dann aus. Mir ist das Aussehen meines Hauptsystems sehr wichtig und ich kann bestätigen, dieses Speicher-Kit sieht spitze aus, obwohl das eigentlich eine Sache des Geschmacks ist. Also gut, aber werden wir doch etwas technischer und hier sind die technischen Daten. Das ist ein Patriot Viper 3 Arbeitsspeicher-Kit. Der Modellname lautet PV38G213C1K. Das ist DDR3-Speicher. PC3 17000, also die Speicherfrequenz, beläuft sich auf 2133 MHz. 8 GB Kapazität werden geboten und dies wird unterteilt in zwei 4 GB Modulen. Die Timings sind die folgenden: CL11, 11, 11, 27. Und dieses Kit wird bei einer niedrigen Spannung von nur 1,5 Volt betrieben. Intel XMP 1,3 wird unterstützt. In CPU-Z will ich euch nur wissen lassen, der Intel Core i7-3770K Prozessor wird zum Testen verwendet. Der Arbeitsspeicher wird problemlos erkannt und betrieben wird dieser auf der versprochenen Frequenz. Man könnte alles selbst im BIOS manuell einstellen, doch ich verwende das XMP-Profil, welches sehr von Nutzen beim Übertakten sein kann. Die Dual-Channel-Technologie wird verwendet und die Frequenz, wie man sehen kann, beläuft sich auf 1066 MHz. Mal 2 ergeben 2133 MHz. Nochmals wirklich sehr hohe Frequenz, aber die CAS-Latenz, die Timings, sind nicht sehr fest. Umso niedriger die Timings, desto besser. Das ist sozusagen ein Ausgleich. Wir erhalten eine höhere DRAM-Frequenz, aber um Stabilität beizubehalten, muss die Latenz aufgeopfert werden. Aber trotzdem, 11, 11, 11, 27 ist eigentlich nicht so schlecht für 2133 MHz. Es wäre schlecht, wenn dies ein 1866 oder 1600 MHz RAM-Kit wäre. Aber das ist hier nicht der Fall. Jedoch kann man manchmal mit den Timings herumexperimentieren.
Man könnte die D-RAM-Frequenz herabsetzen zu 2000 MHz oder so und somit kann man die Timing-Nummern dann ebenfalls zu CL10 zum Beispiel herabsetzen, was gut ist. Aber ich würde nicht empfehlen, das zu machen, denn meistens stürzt der PC willkürlich wegen einem Timing-Fehler ab. Aber kommen wir zu den Benchmarks. Also der Patriot Viper 3, 8 GB DDR3, 2133 RAM ist ein leistungsstarkes Arbeitsspeicherkit zu einem vernünftigen Preis. Die Frequenz von 2133 MHz ist sehr hoch, doch die Spannung von nur 1,5 Volt sehr niedrig. Jedoch sind die Timings nicht die besten, das ist bemerkbar in synthetischen Tests. Aber in der Realität würde man da keinen Unterschied zwischen dem ADATA 2000 MHz CL9 Kit merken. Was mich wirklich fasziniert hat, ist die Stabilität und Flexibilität. Ich habe diese Module auf 1333, 1600, 1866 MHz und so weiter mit nicht bestätigten, inoffiziellen Timings betrieben und alles ist vollkommen stabil gewesen. Auch für Enthusiasten würde ich sagen, das ist ein guter Kauf, vor allem wenn einem das Aussehen, die Ästhetik des Systems auch so wichtig ist wie für mich. Jedoch sind das Design und die Farben immer eine Sache des Geschmacks. Aber ich persönlich bin mit den Leistungsergebnissen und dem Design sehr zufrieden. Und was will man mehr? Großartige Leistung, großartiges Design für den richtigen Preis. Und genau das bekommt man hier geboten. Vorteile wären, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, großartige Leistung, dann ist dieses Kit sehr stabil, hat eine niedrige Spannung für 2133 MHz und hat ein schönes Design. Als Nachteil kann ich nur eines sagen, der Speicher hat nicht die besten Timings, aber das ist alles. Ansonsten ist das fantastischer Arbeitsspeicher und ich bewerte diesen mit 9 von 10 und würde diesen definitiv empfehlen. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren.